Schönen guten Tag, Leute. Und willkommen zu einer kleinen Wohnungsbesichtigung. Ich habe mich jetzt ein paar Tage nicht gemeldet. Ich hatte ein bisschen was zu tun. Dafür haben wir jetzt die Wohnung von Kilian sicher, die er beziehen wird, wenn er hier nach Madeira kommt am 16. Und die zeige ich euch heute mal. Mit dabei ist der Michael Otto, unser bester Makler hier auf der Insel. Hallochen. Mein Michael. So, jetzt zeige ich euch mal eine kleine Roomtour von der Wohnung. Let's go. Hier sind wir gerade reingekommen. Das ist die Eingangstür, hier mit einem Display, um zu gucken, wer es steht unten, Tür aufmachen, alles steuern. Und zu der Linken, wenn man reinkommt, haben wir dann die Küche. Komplett brandneu, in der Wohnung hat noch niemand gewohnt vorher. Erstbezug, schönes Terranfeld, hier große Spüle, noch ein Waschbecken, das benutzen die hier oft auf der Insel. Also die Einheimischen benutzt man jetzt nicht so oft, aber natürlich ist auch eine schöne Waschmaschine von Bosch drin. Also keine Sorge, du musst hier nicht am Schrubbrett schrubben. Dann zur rechten Seite, wenn man zur Eingangstür reinkommt, ist das große Wohnzimmer. Sehr, sehr schön, was man schon sieht. Eine sehr schöne Aussicht über den ganzen Hafen ist da. Und zwar sieht man die Schiffe, wenn die anlegen, man sieht die Stadt. Und das Wichtigste ist, man sieht natürlich das Meer. Wir haben auch einen Gemeinschaftspool hier in der Wohnung, genau wie bei uns. Und man sieht sogar die Gondeln von hier aus. Seht ihr die gerade hier entlang fahren? Also sehr, sehr schön. Und man hat den ganzen Tag Sonne, weil es nach Süden ausgerichtet ist. So, dann wieder von dem Balkon rein haben wir hier links ein kleines Schlafzimmer, Gästeschlafzimmer und hier das Master Bedroom mit Badezimmer. Wir fangen mit dem kleinen Zimmer an. Hallo. Hier nochmal ein kleines Badezimmer mit Dusche. Hier ein kleines Schlafzimmer, das könnte zum Beispiel das Arbeitszimmer werden. Dann kommt das Bett raus. Die komplette Wohnung ist möbliert, das heißt, man muss sich keine extra Möbel und so holen. Man kann aber auch die Möbel in den Keller tun. Es gibt einen Kellerraum. Hier könnte man theoretisch einen größeren Schreibtisch reinpacken und das Bett raus. Da hat man halt hier einfach nur einen Arbeitsraum drin, zum Beispiel. Oder man macht hier ein kleines Schlafzimmer rein und macht dann dort beim Master Bedroom das Arbeitszimmer. Hier nochmal auch ein Badezimmer mit Dusche, zwei Duschen hier drin, also falls mal Besuch da ist, naja, zwei Duschen und zwei Bäder finde ich ein bisschen übertrieben, aber ist so okay. Da hat man hier das Master Bedroom, ne, was dann quasi zusammengehört mit dem Badezimmer. Und von hier aus hat man dann auch eine schöne Aussicht, die gleiche wie von der Terrasse, auch aufs Meer, auf den Pool, auf die Schiffe, auf die Stadt. Und das ist die Wohnung. Ja, die Wohnung hat Kilian auch noch nicht gesehen. Ich zeige sie mit diesem Video hier zum ersten Mal nicht nur euch, sondern auch dem lieben Tanzverbot. Das heißt, Tanzi, du kannst ja mal in die Kommentare schreiben oder vielleicht ein Video dazu machen. Was denkst du? Wäre das eine Wohnung für dich? Ich hoffe, wir haben was Schönes gefunden und du bist zufrieden. Hier auch noch ein paar Bilder von Madeira selbst gemalt, von so Straßenkünstlern. Ja, also ich muss sagen, Wohnung finde ich persönlich sehr, sehr schön. Einrichtung ist natürlich Geschmackssache, aber das ist halt, ja, das ist halt einfach praktisch, wenn man halt eh nur für einen Zeitraum hier ist, dass man halt eine möblierte Wohnung hat und dann nur ein paar Sachen austauschen muss. Wie gesagt, in einem Zimmer kommt ein Bett raus, dafür kommen dann Schreibtisch und Stühle und Softboxen und alles rein. Und in einem anderen Zimmer kann dann das Bett bleiben. Ihr Zimmer hat eine Klimaanlage, was meiner Meinung nach gar nicht nötig ist auf Madeira, weil hier immer gute Temperaturen sind. Aber theoretisch ist auch, falls es zu warm wird, eine Klimaanlage überall drin, im Schlafzimmer, hier im Wohnzimmer. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr von der Wohnung haltet. So für eine gechillte Wohnung in der Stadt. Zu Fuß sind es nur wenige Minuten, zum Einkaufsmöglichkeiten. Wir können hier zusammen kochen. Schöne große Küche. Ja, Tanzhof soll ja auch ein bisschen selber kochen, wenn er hier ist und nicht nur essen gehen. Ja, auch etwas Gutes für mich, sage ich mal, weil ich will ja auch sehr viel essen und dann könnten wir auch mal hier zusammen kochen, verschiedene Formate in der Küche machen. Ich muss sagen, ich finde die Wohnung sehr, sehr schön. Leider sind hier keine Hunde, also Haustiere erlaubt. Daher für mich persönlich nichts, aber für Kilians Situation meiner Meinung nach sehr praktisch. Hallo Leute aus dem dunklen Auto. Wir waren gerade im Tunnel und hinter uns sind Jona und Jan-Philipp. Hallo. Habe ich richtig gesagt? Das ist richtig, ja. Ich verwechsel immer Doppelnamen. Manchmal sage ich den ersten Namen an zweiter Stelle und so. Ich habe so viele Bekannte, die hießen Anna-Maria. Und ich habe oft gesagt Maria-Anna. Egal. Auf jeden Fall, Jan-Philipp und Jona sind heute angekommen. Die beiden ziehen jetzt in die Wohnung ein. Also Jan-Philipp zu Besuch. Und Jonas zieht jetzt in die Wohnung ein. Wir hatten ja letztens schon mal, da hat er sich angemeldet hier, von ehemals Colin und Noah. So, jetzt ist es erst dunkel, dann hell, dann blendet die Sonne. Auf jeden Fall gehen wir jetzt ein paar Sachen einkaufen, wie zum Beispiel einen Wasserkocher und verschiedene Sachen, die noch brauchen für den Haushalt. Und wir waren ja eben bei Tanzfurts Wohnung. Ich erzähle euch gleich auch noch mal ein paar Sachen dazu.
zu der Roomtour von Tanzverbot. Wir sind im Madeira Shopping Center. Wir haben erstmal Hunger, also gehen wir erstmal was essen. Da lang. Okay. Los, hier könntest du gleich einen Wasserkocher kriegen. Ja. Das ist sowas wie so ein Mediamarkt Saturn. Sabine holt gerade noch ihr Handy ab für ihren Vater. Das schenken wir ihm nämlich noch, damit er schöne Fotos machen kann. Sabine holt gerade noch das iPhone für ihren Vater ab. Ja. Weil ihr Vater kriegt sein iPhone. Dann machst du dann Fotos. Ach so. Eine Überraschung. Okay. Hättest du auch kein iPhone? Ja. Ich hab's. Sehr gut. Sehr gut. Wir haben das iPhone für ihren Papa. Wir gehen jetzt essen. Essen ist da oben. Da ist auch das Kino. Aber wir gehen jetzt nicht zum Kino. Wir gehen jetzt zur... Erstmal, dieser Laden hier, ja? Dieses Pants. Ja. Die haben auch veganes Chicken. Die haben veganes Chicken aus Erbsenprotein. Das soll so schmecken wie Chicken, aber es schmeckt eher nach gepressten Erbsen. Ich kann nein. Ich nicht mehr einschätzen. Ich würde gerne wissen, was die dazu sagt eigentlich, ja. Okay. Ja, gehen wir mal rein. So, auf jeden Fall sind hier die ganzen Läden. Ja, hier gibt's Juan, so ein Restaurant. Original Kebab, Pants. Und da vorne gibt's noch alles mögliche. Burger King, McDonald's, Subway. Aber wir gehen jetzt zu Pants und fragen, ob die jetzt veganes Zeug haben. Unser Essen ist da. Und zwar haben wir Sandwiches. Und Beilagensalat haben die beiden Jungs. Sabine hat einen Hauptspeisesalat. Ich habe einen Hauptspeisesalat und ein Sandwich, weil ich richtig Hunger habe. Und das ist dieses vegane, ja, Erbsenprotein, was also so ähnlich wie Chicken schmecken soll. Aber das werden wir jetzt mal rausfinden, ob es wirklich so ist. Und gleich habe ich auch hier drauf. So, einmal probieren hier. Das, dieses Chicken. Sieht es aus wie Chicken? Ich weiß es nicht. Ja. Das sieht schon ein bisschen aus wie Chicken, ne? Vielleicht ist es doch wirklich Fleisch. Ich verarsche euch. Scheiß auf vegan. Mal gucken, wie es schmeckt. Oha. Ich habe keine Ahnung mehr, wie Fleisch schmeckt. Zu lange her. Aber ich würde schon sagen, es erinnert mich schon an Chicken-Geschmack. Also, was man aus Erbsen alles machen kann, Wahnsinn. Okay, Jonah haut komplett auf die Kacke. Ja. Er holt einen Wasserkocher für 18 Euro und eine Kaffeemaschine für 28 Euro. Alter, heute lässt es dir gut gehen, sag ich mal so, mein Lieber. Ja, da brauchen wir jetzt noch einen Trichter und Schlauch. Für Kaffee. Ach so. Oh. Guten Morgen. Einen Tag später haben wir jetzt. Und ich wollte noch ein bisschen was zu der Wohnung von Tanzverbot sagen und zum ganzen Ablauf und so weiter und so fort. Gestern kam ja noch der liebe Jonah. Der ist jetzt auch hergezogen. Hatte ja schon seit ein paar Monaten vor. Hat sich auch hier schon ein Konto eingerichtet und so weiter und so fort. Und er wohnt jetzt in der ehemaligen Wohnung von Colin. Colin und Noah sind ja wieder in Deutschland. Colin hat ja eine Beziehung in Deutschland. Das war ein bisschen krass. Eigentlich wollten die alle nur ein halbes Jahr bleiben. Sind dann fast alle länger geblieben. Also Noah ist ein halbes Jahr geblieben, so wie geplant. Antonia hat sich ja sogar ein Haus hier gekauft und Antonia bleibt scheinbar, also der gefällt sehr gut und die bleibt langfristig hier. Und der Colin, dem hat es auch sehr gut gefallen. Der hat sogar überlegt, wenn mit seiner Freundin fertig im Studium, auch mit ihr zusammen wiederzukommen. Aber Colin ist jetzt nach einem Jahr erstmal nach Deutschland und wohnt jetzt mit seiner Freundin bald zusammen. Auch an dieser Stelle schöne Grüße. Und die Wohnung haben wir uns überlegt, dass wir die Wohnung behalten, beziehungsweise Jona die Wohnung übernimmt, da Jona jetzt aus Köln ausgezogen ist und hier hin gezogen ist. Ja, also sehr, sehr cool. Vor allem, weil Jona eben auch extrem Motivation gibt, was so Sport und so angeht. Der hat gestern auch schon gesagt, er ist voll motiviert. Gerade wenn diese ganze Tanzboot-Geschichte losgeht, finde ich mega geil. Ich war mit Jona ja schon öfter skaten und das wird auf jeden Fall in der Zukunft auch noch weitergeführt. Dann zu Tanzboot. Tanzboot kommt am 16. Januar. Und am 16. Januar kommt auch ein anderer Kollege von mir, der ist Nilo. Das ist ein Streamer auf Twitch, manche kennen ihn vielleicht. Und ja, dann am 16. Januar ist Nilo und Tanzi hier. Tanzi bleibt ja auch eine ganze Weile. 3 Monate sind geplant. Ob das so lange wirklich geht oder vielleicht sogar länger oder kürzer, das werden wir sehen. Es wird natürlich darauf ankommen, wie wohl er sich fühlt oder wie krass es für ihn ist. Die erste Woche wird wahrscheinlich die härteste für ihn, weil in der ersten Woche werden wir auch keine Ausnahmen machen. In der ersten Woche werden wir ihn an seine Grenzen bringen und dann versuchen wir es einzupendeln, ja. Gemeinsam zu kochen. Auch mal, ich sag mal, Sachen zu kochen, die jetzt vielleicht nicht nur darauf abgezielt sind, 100% healthy zu sein, sondern einfach auch mal das Gefühl zu bekommen, selber zu kochen und so weiter und so fort. Weil Tanzi in Deutschland ja wirklich eine sehr, sehr einseitige Ernährung hatte. Und ihr habt ja gesehen, seine Wohnung hat eine schöne große Küche. Das heißt, da kann man ja perfekt zusammen kochen und coole Sachen zusammen machen. Er hat einen eigenen Pool in seinem Wohnhaus. Das heißt, wenn ich zu ihm gehe, können wir auch bei ihm schwimmen gehen und so weiter und so fort. Das ist schon eine coole Sache. Er wohnt sehr nah am Meer und allgemein, ich muss mal kurz husten. Und allgemein, er wohnt sehr nah, wir können halt uns täglich problemlos treffen und Sachen unternehmen und das wird auch cool. Also Tanzverbot ist auf jeden Fall, ich sag mal, mein Main-Focus in der Zeit, wo er hier ist, weil ich möchte natürlich selber auch viel mehr Sport machen und mich viel mehr auf meine Ernährung konzentrieren und Tanzverbot eben das da auf dem ganzen Weg mitnehmen und auch bei ihm darauf achten und dann wirklich, dass wir zusammen da wirklich nicht nur coole Sachen erleben, Spaß haben und eine gute Zeit haben, das auf jeden Fall auch, sondern auch wirklich, dass wir an uns arbeiten. Und das ist wirklich immer noch der
der Fokus. Zusätzlich kommen ganz viele andere Gäste, mit denen wir zusammen was machen. Wie gesagt, am 16. kommt auch direkt Nilo. Dann kommt am 19. kommt der Marius vom Kanal Angeschrien. Und noch, ich glaube, er bringt noch Passi und Simon Will mit. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Also dann kommen auf jeden Fall auch einige YouTuber. Dann gibt es noch ein paar Leute, die im Januar kommen, wo ich jetzt noch nicht zu viel verraten will. Und im Februar, Anfang Februar, kommen ja schon direkt Jan, Schengis und die ganze Crew mit der Tattoo-Aktion und so. Also es wird auf jeden Fall sehr viel in dieser Zeit. Ich hatte jetzt hier auf dem Kanal eine längere Pause von, ich würde sagen, so ungefähr 2 Wochen. Die habe ich aber auch gebraucht. Also eine Vlogpause, weil ich habe in der Zeit ja nicht faul rumgesessen, sondern ich habe in der Zeit viele andere Konzepte erarbeitet, habe in der Zeit aber auch sehr viel Livestreaming und Gaming gemacht auf meinem Gaming-Kanal. Und ich finde, die Zeit, die ich jetzt nicht gevloggt habe, das war auch jetzt, ich sag mal, keine spannende Vlogzeit, weil es war niemand zu Besuch da. Ich habe nicht so viel draußen getan, ich habe sehr viel drin verbracht und habe sehr viel Gaming gestreamt. Ich finde, das war die perfekte Zeit für eine kleine Vlogpause und ich denke, das könnt ihr auch verstehen. An dieser Stelle, es geht jetzt weiter. Die nächsten Tage vielleicht noch nicht mit Daily-Videos, mal gucken, je nachdem. Aber spätestens ab dem 16. Januar, wenn Tansi da ist, geht es dann wieder mit Daily-Videos weiter. Das ist so der Plan der ganzen Sache und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr Tansbos Wohnung findet. Findet ihr die nice? Wir haben auch direkt uns darum gekümmert, dass eine Reinigungskraft am Start ist, damit Tansi gar nicht erst in Versuchung kommt, ne? Die Wohnung irgendwie, dass sie auch nur ansatzweise aussieht wie seine Berliner Wohnung. Wobei man ja sagen muss, Tansi hat ja seine Wohnung sehr gut aufgeräumt und auf Vordermann gebracht, an dieser Stelle Props. Und aber damit das überhaupt nicht hier in die Richtung geht, haben wir direkt eine Reinigungskraft auch, die da einmal der Woche kommt. Da muss er nur dafür sorgen, dass aufgeräumt ist und gereinigt wird die Wohnung dann von der professionellen Fachkraft. Dann hat der Transport da schon mal eine Sorge weniger, muss sich nicht um Putzen und sowas kümmern, sondern kann sich dann halt noch mehr auf Ernährung und Sport und einfach mal Life, Happiness, Enjoy genießen, weil er in Berlin ja auch sehr viel Stress hatte. Er hatte eine stressige Zeit. Feuerwehr hat seine Wohnung aufgebrochen und ihr kennt die ganze Geschichte. Ne? Er hatte ja nicht so eine ultra entspannte Zeit, sondern es war ja auch schon viel Stress so in Deutschland. Und das soll auf jeden Fall anders werden, dass er erstmal zur Ruhe kommen kann, zusätzlich aber auch noch an sich arbeiten kann. So, an dieser Stelle würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall die Tage spätestens wieder. Ich wünsche einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Vlog. Kuss geht raus.